sinnlos leben. Nichts geht mehr, das Spiel ist gelaufen. Wenn ich mich zu Hitlers Zeiten am Altpörtel in Speyer mit dem Schild positioniert hätte, Deutsche vergasen Juden, wären damals die Leute wohl genauso wie heute einfach vorbeigegangen. Der deutsche Mensch hat seine Erledigungen im Kopf, sein gutes Ansehen in der Öffentlichkeit, seine reputativ geschliffene Unantastbarkeit, sein bestmögliches Äußeres und seine sichere Rückkehr nach Hause, ohne durch Diskussion oder Konfrontation gestört worden zu sein. Man möchte einfach keine neuen Gedanken denken. Denn das birgt das Risiko, über den aktuellen Stützstrumpf und Bankauszug hinaus leben zu müssen. So wie sich ein Lautstärkeregler ausschließlich um die Lautstärke zu kümmern hat und wie sich ein Lagerkommandant ausschließlich um das Lager zu kümmern hat, so kümmert sich der Deutsche ausschließlich um seine ungestörte, zufriedengelassene, ungestörte, geschützte und auf jeden Fall ungestörte Ungestörtheit. Sehen und hören will er nichts. Ein von der Wachturmgesellschaft gemordeter Sechsjähriger stört nur. So laufen, rennen, marschieren die Menschen mit Schraubstock gesichert nach vorn ausgerichtetem stieren Blick an mir vorbei und ich kann sie nur noch nach dem jeweiligen Beugegrad unterscheiden. Wie das berühmte Schaubild der Evolution zeigt, gibt es verschiedene Beugegrade der aufrechtgehenden Menschenähnlichen. Außer dem hüpfenden Affen gehen alle Beugegrade des Menschenähnlichen an mir vorbei. Sie alle haben eine große Gemeinsamkeit, sie stieren nach vorn und tragen Scheuklappen. Ob Jehovas Zeugen Menschen verbluten lassen oder nicht, das interessiert niemanden. Und dass am 30. Januar 2018 ein Sechsjähriger aus Waldorf von Jehova Gott mit Hilfe der Blutdoktrin der Wachturmgesellschaft ermordet wurde, das braucht doch niemand zu wissen. Stützstrumpf und Bankauszug sind die einzig wichtigen Dinge im Leben. Doch bevor ich diese alte Erfahrung mit dem vorübergehenden guten Bürger wieder machen durfte, erlebte ich erneut diesen sinnlosen Abgang der Zeugen Jehovas. Immer wenn ich einen Fotoapparat auf sie richte, galoppieren sie wie angestochene rosa Vierbeiner davon. Diese Zeugen Jehovas können gar nicht die Wachturmrollatoren benutzen, denn hinter den durchgehenden rosa Vierbeinern würden die Wachturmplanwagen nur umkippen und in die tiefen Schlüchte des Canyons fallen. So sinnlos der gute Bürger unterwegs ist, so sinnlos halten Zeugen Jehovas ihren Wachturmpfeil und so sinnlos hauen sie ab, wenn sie einen Fotoapparat am Horizont erblicken. Dass die Altpörtel-Zeugen Jehovas seit langer, langer Zeit für den Mord durch Verbluten lassen geworben haben und immer noch werben, spielt keine Rolle. Wichtig ist ihnen nur ihre Fassade. Dass am 30. Januar 2018 ein sechsjähriger Junge aus Waldorf nach den Statuten ihrer Religion abkratzen musste, spielt keine Rolle. Wichtig ist ihnen nur ihre Fassade. Dass sie einem Gott dienen, der durch Lüge und Irrtum mordet, spielt keine Rolle. Wichtig ist ihnen nur ihre Fassade. Als ich wieder im Auto saß und nach Hause fahren wollte, sah ich an der Ampel die beiden hasserfüllten Zeugen Jehovas wieder. Sie standen zwei Ecken weiter und zeigten den vorbeifahrenden Autofahrern ihre interessante Literatur. Vermutlich hatten sie mich schon lange bemerkt und freuten sich darauf, dass ich sie dort an der Ecke erblickte. Sie freuten sich wie zwei kleine Hunde, denen man ein Stück alte Wurst hingeworfen hatte. Hallo Männer des Betruges. Ihr seid von eurer Stammposition vertrieben worden, weil ihr die Wahrheit nicht ertragen könnt. Da hilft euch auch nicht der großartige Jehova-Triumph des dann doch noch pflichtgemäß erfüllten Predigtdienstes. Wie kleine Jungs, die der Wahrheit noch einen faulen Apfel hinterhergeworfen haben, freuten sich die beiden. Ein Bild für die Götter. Was ist der Sinn des Lebens? Ist der Sinn des Lebens das blinde Vorbeigehen an einem Sechsjährigen, der von der Wachturm-Mordorg dahingerafft wurde? Ist der Sinn des Lebens, für eine Religion zu werben, die für den Verblutungsmord wirbt? Ist der Sinn des Lebens die Strategie eines Staatsanwaltes, dem die Serienmorde der Wachturmgesellschaft am Popo vorbeigehen? Ist der Sinn des Lebens die strikte Vermeidung dessen, was vom Stützstrumpf oder vom Bankauszug ablenken könnte? Ist der Sinn des Lebens, das Wachturmkrepieren eines sechsjährigen Jungen mit Lachen zu quittieren? Die KatholikInnen stehen daneben mit ihren Einkaufstaschen und warnen die Zeugen Jehovas vor Leuten mit Fotoapparat. Als mir die Sinnlosigkeit des Lebens unerträglich war, las ich zufällig einmal in der Bibel das erste Kapitel des ersten Korintherbriefes. Was darin steht, erhellte mein Gemüt heftig, denn ich erkannte, dass die guten Bürger mit dem gebeugten Stechschritt nicht alles sein können. Diese permanente Konkurrenz um materielle Dinge, wie sie auch im Wachturmgeflecht enthalten ist, konnte mir nichts geben.
Als ich das erste Kapitel des ersten Korintherbriefes las, leuchtete mir ein anderes Licht entgegen. Ich musste mich nur noch diesem Jesus überantworten. Der Sinn des Lebens ist Jesus Christus. Probiert es aus. Ein guter Wissenschaftler scheut den Selbstversuch nicht.